Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. In der letzten Folge haben wir den Phil Cup gemeistert. In Trio und Solo Modus, sag ich jetzt mal. Und wir gehen deswegen jetzt weiter zur nächsten Welt. Ich merke gerade, Goofy hat nur 2 MP. Was? Hä? Okay. Dann gehen wir zur nächsten Welt. Wir gehen jetzt erstmal hier hin und werden von da aus zur nächsten Welt fliegen. Wir haben noch alles, ne? Affenspaßshop, haben die gesagt. Und verlorene Seite, ne? Dann haben wir jetzt erstmal alles. Gut. Dann gehen wir. 6, ja. 5. Gehen wir da ein. Warum denn nicht? Wir haben etwas Gummijet-Action. Ja, ich habe immer noch alte. Ja, vielleicht mal verbessern, ich weiß. Lasst mich. So. Boah, nee, muss ich nicht nehmen, das Ding, ne? Und damit kommen wir ja wieder zurück zu Traverse. Glaube ich. Oder? Ich sollte halt nicht nehmen, ne? Boah. Mein Gott, die Steine. Die Steine, ne? Die gehen nicht kaputt. Ja, na doch. Uah. Ja, Chip hatte ich glaube ich noch nicht. Gut, Karbunkel. Da kann aus Final Fantasy. So wie alle anderen, ja. Okay. Au. Okay, sehr gut. Ich höre mal auf Screen. Wir sehen aus wie so ein paar Ferraris. Thanatos. Kann man schon sagen. Chance ist glaube ich immer zu 100% beim ersten Mal. Was ist denn das? Sag mal, es ist gigantisch. Da konnte ich nicht wegdrücken. Okay. Ein Wal, ein Monstrum von einem Wal. Das ist Monstro, der König der Wale und meistens schlecht gelaunt. What? Abdrehen, Sora, abdrehen. Wann fliegt Sora denn auf einmal? Ich dachte, Donald fliegt. Ich schaffe es nicht, wir werden verschluckt. Er ist so langsam auf uns zugekommen, ich konnte nichts tun. Warum sind wir denn auch stehen geblieben? Keine Ahnung. Habt ihr dann immer alle? Was könnt ihr eigentlich? Es war, ich habe es selbst gesehen. Kann es sein, dass du es nur gehört hast? Wo ist da der Unterschied? Da drin ist ein riesiges Monster.
Okay, angenommen, da ist wirklich ein Monster. Glaubst du, wir beide können es besiegen, Sora? Na klar doch, los gehen wir. Da, hörst du diese Stimmen? Dieses Grummeln? Sch, leise. Wir müssen vorsichtig sein. Siehst du? Es war nur der Wind, der ihr Geräusch gemacht hat. Der Wind. Oh Mann, ich wünschte, es wäre ein Monster. Warte, was ist das da drüben? Ein Fenster oder eine Tür? Geh ich auf. Junge, mehr ist hier nicht. Was hast du denn an so einem öden Ort denn erwartet? Hey, Sora. Hm? Wenn wir erwachsen sind, verschwinden wir von hier. Dann erleben wir richtige Abenteuer, nicht sowas hier. Klar, aber willst du so lange warten? Beim Bürgermeister wohnt doch jetzt ein Mädchen. Okay. Und zwar übrigens immer stumm. War nicht irgendwie von Final Mix irgendwie hinzugefügt worden. Die Szene war immer stumm. Hey, Sora. Und Donald hat wieder ein paar Aggressionsprobleme. What are you guys doing? Where are we anyway? Whoa. Oh, you know, I think that big old whale Monstro just swallowed us. And for today's weather, expect showers. Oh, heavy showers. Ow! Who's there? It's me. Oh, it's just Pinocchio. Pinocchio? Pinocchio? Pinocchio, where are you going? Pinocchio! Come on, everybody, after him, quick! Ja, was ich immer merkwürdig fand, diese Cutscene in Traverse, wo man Pinocchio getroffen hat, habe ich früher nie ausgelöst. Deswegen habe ich mich immer gewundert, warum Donald wusste, dass das Pinocchio ist. Weil man hat ihn dann nie getroffen. Also ja, da war keine geskriptete Szene oder so, die immer, man musste regelrecht irgendwie über die stolpern. Jedenfalls habe ich immer gespielt und bin zu dem Punkt gekommen, ohne die zu auszulösen. Und ja, da habe ich mich immer gefragt, warum Donald Pinocchio kannte. What have you got there, Pinocchio? So viel dazu. This, we can get out of here, Father. Really? With this big block, you think so? It's true. So, how did she end up here, Pinocchio? Oh my, so the whale swallowed all of you too? My goodness. Yeah, looks like it. My name is Geppetto. I'm Pinocchio's father. Was about unser Gummischiff? Separated, I traveled all over looking for him. Thank goodness we're together again. So, you seem to know Pinocchio quite well. I hope he was a good boy in my absence. Well, we've all had quite a journey, right, Pinocchio? Pinocchio! Also, wo ist unser Gummischiff? Das Schiff ist hier, aber Gummischiff nicht. Ich habe ihm verboten, von ihm wegzugehen. So ein ungezogener Junge. Trotzdem hänge ich sehr an ihm. Umdreh. Wo ist er noch hingegangen? Es wäre nett, wenn du ihn zurückholen konntest. Umdreh. Können wir mit diesem Ding wirklich hier rauskommen? Ein sehr interessantes Material. Im Inneren vom Monster kann man sich leicht verlaufen. Wir benutzen Kisten und Fässer zur Orientierung. Umdreh. Vorsicht vor den grünen herumfliegenden Monstern. Sie versuchen nicht weiter im Monster hineinzutreiben. Hoffentlich ist das nicht mit Pinocchio passiert. Umdreh. Okay, sehr gut.
umdrehe. Dann gucken wir mal. Ich glaube, hier kann man auch schon so hoch, ne? Okay, lass mal das. Oh, wir kommen hier auch nirgends hin, glaube ich. Nee. Ja. Ah. Mein Schiff ist ja auch hier oben. Ist ja Gummischiff eigentlich hier. Nicht hier, meine ich. Ich gehe wahrscheinlich einigen Leuten schon echt auf den Nerven, weil ich die ganze Zeit irgendwie solche Sachen herauspicke. Ich möchte das nur so immer am Hand erwähnen, eigentlich. Aber es hört sich irgendwie so an, als würde ich die ganze Zeit mit dem Spiel herumstehen kann. Ist aber nicht der Fall. Ich sag's nur wieder einmal, Kingdom Hearts ist, glaube ich, meine absolute Lieblingsvideospielserie aller Zeiten. Also ja. Gerade weil ich das Spiel so kenne, tue ich solche Sachen hier die ganze Zeit so rauspicken. Vielleicht anderen auch noch nicht so aufgefallen sind. Come on, let's go back. You know, Geppetto's awfully worried about you. Pinocchio, stop fooling around. This is no time for games. Umdreh. But Sora, I thought you liked games. Or are you too cool to play them now that you have the Keyblade? Riku? What are you doing here? Just playing with Pinocchio. You know what I mean. What about Kairi? Did you find her? Maybe. Catch us, and maybe I'll tell you what I know. Come on. Ah, okay. Bah. Was meint er überhaupt für grüne Monster? Diese Vita-Zipfler? Aber zippen wir noch für welche? So. Dann kommt er hier. Spaß machen. Sich jetzt orientieren. Glaube ich nie irgendwie so gescheckt hier. Deswegen ist meine Orientierung sowieso für ein Popo. Also ja, viel Glück damit. Boah, ich würde die gerade öffnen. Hier sind grüne Monster. Wie locken die uns denn? Wow. Du als Magie ist echt stark. So, meine ist auch stark. Ich kann noch nicht dazu Sonic Sturz einsetzen, aber verbraucht zu viel MP. Ich habe noch nicht so Sachen, die meine MP schneller auffüllen. Deswegen lassen wir erstmal. Wird sowieso irgendwann ein paar Kämpfe geben, wo ich die besser einsetzen sollte. Aber das hat noch Zeit. Ja, jetzt habe ich hier wieder nicht runterfallen. Rufen könnte ich auch mal, genau. Ich weiß nicht, die Welt ist irgendwie nicht so gut hier. Und hier so wenig Platz im Art. Ich sammle die ganze Zeit größere MP-Dinger auf, deswegen heilt sich das zu schnell. Bams. Nein. Das ist eine Schatzsuche, Mann. Gib mir die. Was ist denn noch hier? Ich versuche mal, ob ich darüber kann. Auch mal an. Auch mal. Warum ist denn... Noch mal aufgetaucht. Noch mal etwas Hilfe hier, danke. Oh mein. Nur die Schatztruhe haben. Schnappt den euch.
Ich hab doch noch mal. Boah. Was ist denn hier los, Mann? Ich werde leicht runterfallen, ne? Ich werde da unten die ganze Zeit ein Gegner. Aha. Ja. Oh. So ein Scheißdreck, ey. Ich wollte sie zum Angreifen bringen. Hier ist auch eine Schatze. Danke. Oh mein Gott, ey. Ist das hier nervig? Oh, das war Protea-Kette. Oh mein Gott, echt. Gibt's doch einfach nicht. Ich glaube, da wird nichts hier mit Fortschritt in dieser Welt. Abgekauft, sehr gut, Donald. Warum haben die Angriff auch bitte schön nah ran gemacht? Dreieck, ich meine ernsthaft. So. Mit nochmal da hochkommen irgendwie. So, sind die Gegner schon wieder gespawnt wahrscheinlich, ja. Ja, solange ich nicht zwei irgendwie weggehe, oder bin ich gerade? Verdammt! Dass die Gegner sind alle wieder neu aufgetaucht, ne? So, jetzt möchte ich die Schatztruhe haben. Ja, boah, das gibt's doch einfach nicht. Ja, solange ich nicht zwei Gebiete, glaube ich, Abstand nehme, komme ich ja dahin, glaube ich. So. Spiritgummi oder Spritgummi. Ich glaube Sprit, ne? So, hier kommen wir auch noch hin. Gut. Flair Gummi. So. Oh. Ach man. Ja, gibt's einfach nicht. Die ganze Zeit. Die Geschichte wiederholt sich. Ja, gut. Gefällt halt nicht, dass die halt auf drei gelegt haben mit den Techniken. Hm. Ich lieber hier unten gemacht und rufen hätten sie ruhig wieder hier unter Magie packen können. Also ein bisschen Mist gebaut, finde ich. So, haben wir jetzt alles hier. Dein Martina. Ja, gehen wir mal Bauch 2. Ja, gehen wir mal Bauch 2. Oh, die Viecher. Höchst anfällig gegen Feuer. Boom. Wir werden immer gewonnen mit Feuer, glaube ich. Halt. Nicht gebrauchen. Ich nehme mal hier so ein Ding. Knapp. Warte mal, ich habe eine Idee. So, falls ich herunterfalle, dann kann ich das Ding wieder benutzen, um hochzukommen. Bin ich nicht schlau? So, ist ja klappen, oder? Bum bum. Finale Elixier. Wow, viel zu früh schon. So, wo bin ich jetzt hier? Ich kann jetzt wieder zurückgehen da, ne? Tschüss. Auch 5. Oder von wo bin ich gekommen? Und jetzt weiß ich nicht, wo ich bin.
Alter, warum brauchst du lange, um die zu erledigen? Bams, Bams, so. Gelehnt. Ist ja gut, Donald. Ja, wenn er Magie einsetzt, dann zieht es auf jeden Fall viel ab. Da kann ich ein bisschen verschwenderisch mit Magie umgehen. Weil, ja, kommen ja diese dicken MP-Kugeln zurück. Nein, falscher. Mein Gott, du böse Viech. Mit ein paar lebende Fässer noch. Mach, hat sich der Donnerzipfler da vor dem hingestellt und den, weiß ich nicht, geschützt. Hoch da. Verlorene Seite, yay. Nein. Oh. Oh. Lach, wenn ich da nicht irgendwie hochkomme, oder? Ich glaube, da komme ich nicht hin. Pass mal. Ich mal da mit Tina. Nee, da komme ich nicht hin. Versuchen wir nochmal. Versuchen wir nochmal. Ihr blöden Idioten. Haben die das Kackfass kaputt gemacht. So. Oh Mann. Ich glaube, ich die Fässer gar nicht benutzt hier, um überall hochzukommen und so. Aber immer ein, eins. Ah, komm schon. Zeit für das. Verreckt. Verreckt. Ah. Ah. Oh. Schön, Feuer. Ganz schön starkes Feuer, ne? Jetzt. Hab Bock auf den. Na, darf ich jetzt hier das Geschäftliche abschließen? Weiter. Doof. Hütte. Da können sie auch mal ein paar Ausrüstungssachen oder so springen lassen. Ach, wir kriegen mal so nur nach 15, darf ich irgendwie nie benutze. Zum Ende des Spiels. Na, was haben wir hier? Mega Ethan. Mal hier. Jetzt gar Gobi. Vielleicht nicht eine verdammte Kettenreaktion oder so auslöse. Ich glaube, eine ist noch da. Da Bock hier, da müssen wir glaube ich hin. Pisser geht mir halt wieder. Komm her! Na, ah. Pizza. Ich
Man könnte mal ein bisschen näher kommen. Ich kann nicht kämpfen. Boah, wer du machst, fast kaputt. Alles drauf. Wohl gut. Ist irgendwas runtergefallen, glaube ich. Oh, gut. Gut, 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 gut. Die Trial. Ich glaube, Bauch 4 ist unser. Keine MP. Ist einer runtergesprungen? Oh, Rufi, lass mich da machen. Ihr kriegt keine Tech-Punkte. Station ist runtergegangen, also geht auch runter. Ja, und hier ist ein Item. Das wusste ich noch von dem Geist. So. Öffnen. Noch mehr Hand hier. So, ich habe keine Ahnung, wo ich übrigens jetzt bin. Ich würde gerne zu Bauch 4 gehen. Lass mich mal versuchen. Ja. Jetzt schaffe ich noch nie im Leben, oder? Nö, boah. Da bin ich schon wieder hier. Ich glaube, Bauch 4 ist das, wo wir hin müssen, ne? Ich glaube, schon da lang gegangen. Bauch 6. Komm auf jeden Fall noch hier. Oh, hier ist ein weißer Trilotech. Ansonsten nix. Was uns hier reizt. Geht halt einfach ein Dropkick, ne? Oh. Mal platz ich mal durch, ey. Boah, tschüss. Kein Bock mehr. Nur zu Bauch 4, ich will ein paar beenden. Pro. Bauch 5. Oh. Komm mir nicht klar. Jetzt bin ich ganz verwirrt. Mann. Hier, glaube ich, irgendwo. Hier war, glaube ich, immer richtig. Auch 5. Muss man da reingehen. Hier ist Bauch 4, ne? Ja. Ja, einfach dadurch. Ein paar Bänden. Der Rest der Kunden war später. Nicht vertagt. Why do you still care about that boy? He has all but deserted you for the Keyblade and his new companions, after all. I don't care about him. I was just messing with him a little. Oh, really? Of course you were. Beware the darkness in your heart. The heartless prey upon it. Mind your own business. Riku! What's the matter with you? Warum macht Pinocchio das? Don't you realize what you're doing? I was about to ask you the same thing, Sora. You only seem interested in running around and showing off that Keyblade these days. Do you even want to save Kairi? I do. Ja, Rikos Motive sind irgendwie nicht sehr gerechtfertigt. Im ersten Teil, Goofy, ernsthaft.
7 Erfahrungspunkte. Du kriegst gleich mitten im Kampf gleich Level Up per Tech-Punkte wahrscheinlich. Aber das sehen wir dann ja in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.